Servus Leute, weiter geht's bei Watch Dogs auf 100%. Wir schauen gleich mal, was wir das nächste unternehmen, dann haben wir Bankomaten. So. Hier wäre das Auge, das ist aber auch heiß wurscht, da fahren wir gleich mal hin. Wird es ein Auto geben für uns? Ja, ich habe euch jetzt das nicht anhören lassen, da der Armation umbraucht. Er erzählt halt seine Lebensgeschichte und die ganzen Probleme, was es halt mit CTOS und so weiter immer gibt. Und wer. Ja, wer halt so für ihn gut ist, der erzählt halt immer seine Geschichte, wer das. Das waren man die ganzen einzelnen Audiospuren, was man halt so gefunden hat, immer wieder. War das eigentlich jedes Mal so. So, da drüben ist ein Verbrechenkonvoi, den habe ich vergessen. Stimmt, die entstehen ja erst, wenn die Audiospur abgehört ist. So, und hier wären wir. Und wir müssen da rüber. Das Auto ist Leibung gewesen, das hat mir taugt. So, darüber. Habe ich eine Kamera, ne? Na, dann springen wir runter. Es war mir eh klar, dass es irgendwo extrem weit ist. So. Geht's da drüben ums Eck? Nochmal ums Eck, noch da. Ein Riegel. Jetzt schauen wir aber gleich den ganzen Weg zurück, ob da nicht irgendwo in der Mitte nochmal einer zum Entriegeln ist. Aber da schaut's, da habe ich mir doch gedacht. Ja, meistens sind es zwei. Ich hoffe, dass da jetzt wieder eine Treppe ist. Irgendwo. Da komme ich nämlich. Oh Scheiße, jetzt kann ich einmal komplett im Kreis laufen. Pass auf, wo du lang gehst! Ja, ich weiß eh. Tut mir doch eh leid. Nicht. So. Das ist nervig, dass ich da einmal komplett im Kreis ablaufen müssen. So, 2200 abkassiert. Haben wir jetzt eigentlich alle Autos dann letztens gekauft? Ich glaube noch nicht. Bin mir nicht sicher, müssen wir mal schauen noch. So, nochmal Heck, bist du wahnsinnig. Und eindringen. Nicht so hastig, Tollpatsch. Du kannst nicht weitergehen. Kamera. Du musst essen. Hecken. Bankung. Also, ich verstehe. Ich weiß, das ist schlimm für dich, sehr schlecht zu verlassen, aber als das wird besser. Was? Schaufensterpuppe. Ich weiß, es fühlt sich falsch an. Oh mein Gott, das ich ist weiß, so ein Idiot. So, gleich mal das Auto wieder schnappen, würde ich sagen. Und auf die Karte schauen, wo wir das nächste Zeug hätten. Da hier oben wäre die nächste Untersuchung. Die werden wir gleich auch noch machen. Weil da fehlen uns auch nicht mehr allzu viele. Ich weiß nicht, warum die Leute immer. Ich fahre ja eh auf der Straße. Ich fahre halt ein bisschen schneller, als was erlaubt ist. Aber wieso sie sich so aufregen? Okay, wegen dem. So, eingeparkt. Perfekt. So, weiter oben. So. Okay, da kann ich gleich so hinein. Oh, das können wir mal machen. Dann brauchen wir das hier. Dann. Ja. Machen wir mal das, würde ich sagen. Dann werden wir mal das so machen. Und das wird es noch nicht sein. Das muss dabei noch so bleiben. Das so. 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 Na, irgendwie müssen wir da noch was anderes machen. So, nochmal Konzentration. Wir müssen auf jeden Fall das hier auf so. Das geht gar nicht anders. Dass ich aber von da muss dann da muss das hier so sein und das müsste. Ich glaube, das schaut gut aus. Jetzt muss nur das nicht so und wir sind drinnen. Fremdzugriff entdeckt. Wieder. Oh, mein lieber Freund. Keine Daten vorhanden. Okay, habe ich ihm gelöscht. Ach gut. Perfekt. So, dann hätten wir da. Was hat man da als nächstes? Da haben wir einen QR-Code.
Ah, da drüben hätte man einen fixen Auftrag gehabt, auf den habe ich nicht geschaut gehabt. Ah, wurscht. Zu dem QR-Code. Aber zuerst beim Gomat da noch, wenn wir schon nochmal da sind. Schauen wir mal, was wir abheben können und was für Autos wir noch kaufen müssen. Schau ich. 75% Rabatt, kaufe ich alle Autos gleich. 84.000. So. Auto abrufen. Aber ich glaube. Warte mal, so muss ich dann gehen. Ich glaube, ich habe ziemlich alle schon gekauft. Okay, die Limousine habe ich noch nicht freigeschalten. Ich habe auch ein paar Autos jetzt, zum Beispiel den hier, das kannst du mit dem Uplay-Konto freischalten nachher, mit Punkten. So. Ich weiß nicht, warum die noch nicht. Ich glaube, die muss ich fahren zuerst, das erste Mal, dann werden sie freigeschalten. Da fehlt mir auch noch einer. Ja, halt, Autos können wir sonst keine mehr. Wir müssen nur die Autos mal fahren noch. So, QR-Code, der ist gleich da drüben, da laufen wir hinüber. Na, ich will jetzt nicht das Verbrechen, auch wenn wir den Status eigentlich verbessern sollten. Der schaut ziemlich schwer aus in Hoch. Hört mal, hier kommt keiner durch, ich bin unterwegs. Okay. Der schaut, glaube ich, ein bisschen schwerer aus. Weil das mitten in der Großstadt ist. Wo ist der? So, das müsste jetzt da irgendwo sein. Da oben, warte mal, rechts oben, das bedeutet, ich schätze, dass der noch weiter vorne ist. Und wir können von. Ich würde mal darauf laufen. Das schaut nämlich gut aus. Wenn da oben eine Kamera ist, könnte es sein, dass wir da schon alles sehen. Weil ich schätze, dass der ein Teil noch auf dem Haus davor ist und ein Teil noch und das restliche hinten, was wir gesehen haben. Mit das linkere untere Eck gefehlt hat bei dem QR-Code. Aber ich hätte mein Auto nehmen sollen. Weil wir sind eh schon oben. Können wir nachher runterfahren oder runterspringen. So, ich schätze, dass hier noch einmal ein Teil sein wird. Okay, doch nicht, scheiße. Aber reicht die Kamera da vielleicht schon? Na, die passt überhaupt nicht. Okay. Was ist da gewesen? Die wird auch nicht passen. Na, eher war es auf der anderen Seite. Es ist natürlich. Ist außer Reichweite. Es muss viel höher sein. Ich höre zu. Habe ich da drüben eine Kamera? Schauen wir mal. Boah, da sehe ich gar nichts. Okay, das ist da auch noch was. Das bedeutet, ich muss weiter von. Mehr von der Richtung hier. Von dem Hochhaus vielleicht. Können wir runterspringen? Na, no. Gibt's nichts oder? Oh ja, da vorne. So. Jetzt muss ich nur. Bin gespannt, was jetzt der Zug macht, wenn ich da stehe. Ich glaube, der bleibt stehen. Oder? Ja, bleibt einfach stehen. Schade. So. So, es ist jetzt nämlich ganz komisch. Es ist da und da. Das bedeutet, wir müssen von da herüben irgendwo. Aber wo könnte. Auf einer bestimmten Höhe muss es die Kamera sein. Aber da ist ja keine oben, oder? Nein. Warte mal, wie müssen wir schauen? Schauen wir mal. Wir müssen weiter. So circa. Aber da, warte mal. Bewegung! Ich will ihn nur kurz freischalten. Danke. Wenn wir den schon haben. Kannst du wieder haben, das Auto. So, wir müssen. Ist das jetzt verschwunden? Okay, das verschwindet da. Die Kamera schaut, glaube ich, gut aus. Ja, okay, schaut sich das an, das ist nervig. Man sieht zwar das Kennen, aber das. Den QR-Code, den kennt man erst später. 8 von 17, perfekt. So, wo können. Schauen wir mal, dass wir das Verbrechen, das ist nicht so weit weg. Einige unserer CDOS-Sicherheitslücken kopiert. Normalerweise würde man ihn dafür rausschmeißen. Oder zumindest was auf die Finger geben.
auf die Finger geben, dass er nicht mehr programmieren kann. Sie haben sogar ein paar Türen geöffnet. Solange Bad Boys Freund die Daten gegen Blum verwendet, profitieren wir davon. Oder? Hm. So, ich mal. Ja, ich verstehe. So, wo ist denn. Okay, das ist mitten da am Hauptplatz. Na, das kann nicht mehr sein, dass es mittig da am Hauptplatz ist. Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. So, potenzielles Opfer. So, der kann mich nicht sehen. Perfekt. Meine Seele gehört mir! Herr im Himmel, geht's dir? So, perfekt, so gehört das. Das weiß ich zu schätzen, danke. Bitte. So, weiter geht's. Ruf verbessert natürlich. Wo können wir weiter? Oh, das nächste Ding. Da haben wir schon ziemlich viel gemacht. Da ist, wird da noch ein fixer Auftrag und hier ein Konvoi. Sonst wäre ja, glaube ich, hier oben gar nichts mehr. Deswegen werden wir den Konvoi hier gleich machen. Irgendein Auto ist mir komplett egal. Ich werde das sowieso mit Knaller reinmachen. Außer wir können ihn irgendwie ausschalten, ist halt der nicht so toll. Skillpunkt wieder freigeschalten. Okay. So. Dann ab zum Verbrechenkonvoi. Was ist. Wenn sie mal so, das finde ich so lustig. Sicher habe ich einen Führerschein. Sogar schon seit. Boah. 5, 6 Jahren, glaube ich, circa. Und dutzende tausend Kilometer schon runtergeradelt. So, perfekt. Ab da zum Verbrechenkonvoi. Und los geht's. Manchmal frage ich mich, ob Fixer nur ein anderes Wort für Killer ist. Diese Bande hat dafür bezahlt, ein paar Frauen töten zu lassen. Oh mein Gott. Das werde ich verhindern. Sind Arschlöcher. So, die werden wir gleich mal ausschalten. Ich will nur ein halbwegs sinnvolleres Auto. Ja, der schaut schon besser aus. Ist zwar auch noch nicht unbedingt das Wahre, aber schon besser. So, die kommen von der Autobahn runter. Ich glaube, ich würde sie gleich auf der Autobahn machen. Die das Auto ist für ein Arsch. So richtig. Es ist so, es leidet mir herum. Aber es hat wenigstens einen Doppelauspuff. So, da kommen sie. Was macht der? Der steht herum, oder was? Komm ihn! Achso, das waren die schon. So, na, geht. Nein! Was war das? Wieso haltet das Auto gar nichts aus? Das war jetzt Arsch. Das Auto ist so langsam rückwärts von. Da werden die Limousine. Bleib stehen, bleib stehen. Die haben wir noch nicht freigeschalten. Bleib stehen! Ich brauch die. Oh Gott, ich will nicht sterben. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Hier passiert gleich was. Die Cops sollen sich beeilen. Ja. Ist mir jetzt wurscht. Alle Einheiten aufgepasst. Nein, jetzt sind Cops auch noch da. CDOS-Scan nach Flüchtigen. So eine Limousine ist schon wahnsinnig zu fahren. So. Ich könnte die jetzt ganz einfach dort oben querstellen. Und die können nicht mehr runterfahren. Das Blöde ist, jetzt kommt die Polizei auch noch. Hier Leitstelle, das CDOS hat verdächtig. Voll vergessen jetzt. Wir haben ihn von der Straße! An alle, Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen. So. Die Limousine ist halt voll unpraktisch für die Mission jetzt. Wir werden ihn ran. Aber so richtig unpraktisch. So, eliminieren, kommen sie der Polizei, perfekt. Die Polizei hat sich eingemischt. Das habe ich auch als Tipp gelesen, man soll die Polizei holen, teilweise. Die helfen einem da ziemlich gut. Und jetzt war jetzt das Arschauto zum Entkommen. Stehen bleiben, ich wiederhole, sofort stehen bleiben! Aber wir werden gleich mal in die Stadt runterfahren und dann sollte das kein Problem sein.
die bei Ampeln und Dampf Röhren auszuschalten. So, da haben wir schon das erste. Das war mal ein Auto. So, und dann noch eines. Und ich würde sagen, das war's mit ihnen. Okay, da haben wir noch eines. So. Ich will doch einfach nur entkommen. Ja, ich bin gleich weg, das stimmt. Wenn der Helikopter jetzt ein bisschen langsamer ist als ich, dann bin ich auf jeden Fall weg. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es dann wieder weitergeht, bei Watch Dogs auf 100%. Bis dann, ciao Leute.